Pfadfindergruppen bilden sich ja aus verschiedensten Kindern zusammen. Während die Kinder normalerweise zu Hause ja doch immer mit den gleichen Menschen zusammen sind, sind sie bei den Pfadfindern zusammengewürfelt, verschiedene Hintergründe, verschiedene Geschichten, verschiedene kulturelle Hintergründe. Und das tut den Kindern gut, was anderes zu erleben. Es ist nicht schön, wenn man einfach immer nur seine eigene Blase hat, in der man lebt und was anderes gar nicht wahrnimmt. Ich war oft erstaunt, wie tolerant die Kinder gegenüber allen Gruppen, gegenüber allen Menschen sind. Und ich denke, das hängt tatsächlich damit zusammen, dass die Kinder das gelernt haben, dass man einfach, dass jeder das Recht hat zu sein und wie er ist und auch jeder das Recht hat, irgendwie an allem teilzunehmen, unabhängig von allem, unabhängig von seinem Verhalten, selbst wenn er manchmal auch störend ist in der Gruppe, er wird deswegen nicht rausgeschmissen. Und das zu lernen, das auszuhalten, ist eine, ja, ganz wichtige Erfahrung und Lehre aus den Pfadfindern. Wenn es um Lager ging, für die zwar nicht viel, aber ja durchaus ein bisschen Geld bezahlt werden musste, hatten die Pfadfinder also immer ganz diskrete Möglichkeiten und Töpfe, wo sie anklopfen konnten, wenn jemand die Kosten für das Lager nicht selber tragen konnte. Dann wurde sehr diskret das geregelt und ganz wichtig war, dass alle mitfahren konnten. Das fand ich also schon früh sehr bewundernswert, wie die das geregelt haben. Was uns aufgefallen ist, als wir so die erste Meute gesehen haben, in der unsere Kinder waren, oder überhaupt die Meuten, diese unglaubliche Vielfalt von unterschiedlichen Kindern, die man sonst vielleicht in einem Sportverein nicht so divers findet, weil die einfach sich was anderes aussuchen. Also diese Unterschiedlichkeit, und dass jeder in dieser Unterschiedlichkeit wichtig ist. Das ist mir damals aufgefallen. Der eine kann unheimlich gut gucken und der nächste kann das beste Feuerholz sammeln und der andere kann guten Knoten machen und das ist alles okay. Und das war so ein Riesenunterschied zu dem, was in Schule okay war. Weil in Schule war immer nur das okay, was man auswendig gelernt hat oder leisten konnte oder was in den Rahmen passt. Und plötzlich waren so viele Dinge wichtig und so viele Fertigkeiten. Was ich jetzt ganz extrem fand, also positiv extrem, die hatten auch ein Kind mit Behinderung mit in der Gruppe und das war am Anfang auch jetzt schwierig gewesen und die Kinder, die sind ja auch nicht immer gerade ja, verständnisvoll und das ist aber mit der Zeit, ist der Junge so in diese Gruppe reingewachsen und die haben den dann auch mit auf Fahrt genommen. Die Eltern haben also praktisch auch das Vertrauen dann in diese Gruppe gehabt, dass die den mitgegeben haben und das haben beide Seiten haben da unwahrscheinlich von profitiert. Also er jetzt, dass er in dieser Gruppe aufgenommen worden ist und die anderen eben, um jetzt auch jemanden mal kennenzulernen, der jetzt behindert ist und irgendwelche Defizite hat. Und das fand ich eine ganz tolle Erfahrung, was die da hatten. Das hat immer Einfluss. Allein schon, weil es einen von Anfang an zwingt, auf dem Teppich zu bleiben, sich so auszudrücken, dass einen alle verstehen, sich nicht darin zu erfreuen, dass man irgendwelche abgehobenen philosophischen Dinge da in die Welt hinaus posaunt, sondern dass man immer damit rechnen muss, mit Menschen konfrontiert zu sein oder rechnen darf, mit Menschen konfrontiert zu sein, die völlig andere Themen haben, denen völlig andere Eindrücke irgendwie im Kopf herumschwimmen und darauf wechseln zu können, mit den Menschen da immer wieder eine Gesprächsebene zu finden, eine gute Ebene zu finden, gemeinsam Spaß zu haben, das prägt.